Ich bin krank. Wie man vielleicht hört, bin ich krank. Krank, krank. Heute ist schon Tag 4 unserer Reise. Erster Tag war Anreise, zweiter Tag Sightseeing. Und gestern lag ich nur im Bett. Mir ging es so schlecht die Nacht. Ich hatte Fieber. Ich habe mein Bett voll geschwitzt. Ich habe meine Tage bekommen. Es ist alles auf einmal. Und mir ging es so schlecht gestern. Heute habe ich kein Fieber mehr zum Glück. Auch letzte Nacht kein Fieber mehr gehabt. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass es mir trotzdem nicht so gut geht. Heute ist der erste Tag der TwitchCon und ich verpasse alles, kann nicht hingehen, weil ich einfach komplett krank bin. Ich sitze hier und esse Nudeln mit Pesto. Wirklich großartig. Liebe mein Leben. Ding ist, ich bin gar nicht mal so traurig darum, dass ich die TwitchCon an sich verpasse. Ich glaube, ich habe mich eh so weit von Twitch irgendwie auseinandergelebt mittlerweile, dass mich solche Events auch nicht so krass abholen. Es geht mir einfach nur so darum, dass meine Leute jetzt alle ohne mich unterwegs sind und ich hier allein im Airbnb hocke den ganzen Tag und mich einfach extrem einsam fühle und einfach ziemlich sad bin und mich langweile. Und natürlich auch dieser ganze Aspekt von, ich habe mein Geld verschwendet, fuckt mich halt auch voll ab. Also sei es jetzt das Airbnb, Flugtickets, klar, okay, ich habe einen Tag in Paris gehabt, aber ist es wirklich 500 Euro wert, einen Tag in Paris zu haben? I don't think so. Und halt die Tickets für die TwitchCon. No. Also, alles zusammengerechnet. War es ja schon ein teurer Trip. Nur dafür, dass ich jetzt hier krank rumhocke und halt zusehen muss, wie alle anderen Spaß haben. Nun ja, well, I guess that's life sometimes. Und ob ich morgen auf die Con kann oder nicht, steht irgendwie für mich auch gerade noch so ein bisschen in den Sternen. Well. Aesthetic. Oh my gosh. Leute, wir haben im Badezimmer einfach so eine Fernbedienung, mit der man das Licht steuern kann. Das finde ich sehr cool. Man kann auch die, wie sagt man, die Wärme des Lichts einstellen. Ich habe 2 Tage meine Skincare nicht gemacht, weil ich krank war. Und meine Haut fühlt sich an wie Schmirgelpapier. Das ist richtig crazy. Deswegen hydriere ich sie jetzt extra. Ich habe beschlossen, mich fertig zu machen. Einfach für den Fall der Fälle, dass ich mich in ein paar Stunden fit genug fühle, essen zu gehen. Und weil ich mich einfach generell gerade wieder normal fühlen will. Und mir dachte, ich will so oder so ein bisschen rausgehen und mich einfach normal fühlen, ein bisschen frische Luft und Bewegung bekommen. Genau, deswegen mache ich mich gerade halbwegs fertig. Ich habe das Gefühl, ich klinge schon ein bisschen besser. Ich fühle mich auch besser.